Meine Damen und Herren, Hallöchen und Popöchen, wir begrüßen euch hier zu einer weiteren waldtastischen Folge The Forest mit Asgard und Leo. Wir befinden uns in Staffel 2 mit diesem wunderbaren waldlichen Spiel, waldidyllischen Spiel. Und natürlich auch ein dickes Dankeschön für die Likes und Bewertungen im letzten Video und im bisherigen Projekt. An meiner Seite meine Freundin und Partnerin im Koop. Leon da Gabina, a.k.a. Asgard86. Mäuschen, wie geht's dir? Ganz gut und dir? Voll gut, mein Engelchen. Denn wir gehen heute wieder zurück in die Höhle. Ich freue mich schon sehr drauf. Und ich hoffe, wenn wir dann die Höhle wieder verlassen irgendwann mal, dass sich in unserer Hasenfalle ein paar Hasen gesammelt haben. Denn dann könnten wir uns weitere Taschen bauen. Ich sehe da gerade einen Lizard. Den hole ich mir jetzt. Und tschakka! Geht doch. Zielstrebig. Mit Fokus. Okay, ich baue mir hier noch einen Dry Rack hin. Weil ich möchte jetzt nicht mit dem gammeligen Lizard dann in die Höhle zurückgehen. Ich glaube, der riecht. Also ganz ehrlich, ich glaube, der riecht. So ein Lizard, na, der riecht schon. Richtig. Du sagst es, mein Schatz. So, was können wir hier hinhängen? Ein Riechsaat. Warte mal, ich will nicht den falschen Lizard hier hinhängen. Woran erkenne ich die trockenen und die nicht mehr trockenen Lizard? Ah, okay, alles klar. Der ist ein bisschen dunkler. Nein, könnt... irgendwie so ledriger. Komm, dann hole ich mir jetzt noch ein paar Fischis. Dann können wir die auch noch hinhängen. Und da geht's aber in die Höhle, mein Schatz. Okay. Ja? Bist du dabei? Zack. Bist du dabei oder bist du ein? Volles Ei. Volles Ei. Und hier sind übrigens noch die Fische. Nimm mal die zwei Fische bitte noch mit, Schatz. Drei Fische sogar. Da haben wir zu essen. Oder hast du noch, bist du voll? Na? Nein, kommt her! Ich will euch alle essen! Nom 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 nom. Hallo. Hallo. Ja. Jetzt. Was war denn das gerade bitte? Hast du den mir weggeschnappt? Hast du mir gerade den Fisch weggeschnappt? Nein, ich hab betrunken gehabt. Was? Und er hat nur gemacht wieder. Das ist schräg. Ein bisschen näher an Rand könnt ihr schon kommen, Jungs. Wir sind nette Menschen. Ja. Jetzt. Na komm schon. Total realistisches Fischverhalten. Ich bin nicht mehr dran. Aber warum denn? Überfett. Das Lustige ist, du kannst nur so und so viel getrocknete Fische tragen und so viel. Hallo. Was war das schon wieder? Verschwindet einfach. Wenn ich ihn abgestochen habe, dann verschwindet der Fisch einfach. Dann hast du zu viel schon am Inventar. Nee, glaube ich nicht. Bei mir hat er gerade gesagt, du kannst nicht mehr tragen. Achso, habe ich das vielleicht nicht gelesen, oben links? Die sind schon da ganz schön fies. Hua! Okay! Siehst du, dass ich den Vogel hinterher jage? Hast du es gesehen? Ja. Aber keine Feder. Na gut, egal. Ich will nur noch zurück in die Höhle, mein Schatz. Bist du dabei? Danke. Ja, aber ich geh vorher oben nochmal kurz speichern. Mach das. Gute Idee. Wir haben auch in der Höhle einen Speicherpunkt. Direkt hinter dem Schlitz. Es läuft schon wieder im Hintergrund diese sexy Jazzmusik. Also man sieht gar nicht, dass ich mit dem Kopf wackle. Hase! Jetzt schieß. Yeah! Geht doch. Ein Hase, bitte. Nein. Oh, Hase konnte ich auch mitnehmen. Roher Hase. Nicht mehr ganz so frisch. Ein Beutelhase, bitte. Okay, was konnte ich mit einem Hasenfell noch bauen? Einen kleinen Steinbeutel kann ich bauen. Ein Seil, ein... Cool, den baue ich mir. Ich kann leider noch nichts bauen. Baby. Wo bist du denn jetzt? Für kleine Steine.
Ja, für kleiner, für Mini-Steine. Für die, das ist Zwillen-Munition. Eieiei. Eieiei, so kann man sich täuschen. Ich dachte, das wäre ein großer Stein. Hatte mich schon gewundert, gab so ein bisschen. Wo will er die Steine dann hinpacken? Zwillenmunition. Was bringt denn Zwillenmunition? Das ist doch. Ja, kann damit kannst du auch Tiere abschießen, Lurche abschießen, alles sowas. Okay. Höhle? Betäuben. Vielleicht kannst du. Ja klar, die kannst du wahrscheinlich betäuben dann und dann. Ja, Höhle, perfekt. Oh, hier ist so ein Hase. Soll ich dir den schießen? Nee, der ist weg. Ja, der ist weg. Ich hänge noch meine Tiere hier an. Den Hasen, genau. Es ist zu dunkel zum Jagen. Ist hier der Hase schon drinne? Nee. Nee, das dauert, da mal was in die Falle geht. Na, sag mal, was ist denn das hier bitte? Was ist denn das denn bitte? Warten, Daten! Der Vogel wollte einfach nicht. Er wollte einfach nicht, so ab in die Höhle. Mysteriös. So, erstmal gleich speichern hier drin. Miesemös. Mysteriös. Was kann man eigentlich mit den Computerplatten Platinen machen? Ich glaube, vielleicht eine Rüstung irgendwann. Aber legst du doch einfach mal in die Mitte und dann zeigt er dir das doch an. Sprengstoff! Ach je! Oh, schön. Also, du brauchst. Hey, warte mal, habe ich das alles? Nee, mir fehlt eine Uhr. Eine Armbanduhr. Eine Armbanduhr, Alkohol, Münzen und eine Platte. Kannst du Sprengstoff herstellen? Kann man damit auch dann das sprengen, was du gefunden hast? Da wird man damit bestimmt also, auch sprengen wenn können. Wir hier eine Uhr jetzt finden, dann ist der Sprengstoff unsers. Ja. Dann gehört er uns. Ja, wieder mal die zu nichts zu gebrauchende Karte. Das Gebiet ist einfach viel zu klein, was angezeigt wird. Du läufst gefühlte 5 Minuten und bist auf der Karte einen halben Zentimeter vorwärts gekommen. Hey, cool. Was ist das? Was machst du denn da? Na, die Tickets von denen kaputt. Was sagst du denn? Ich kann es immer aufsammeln, das ist zu viel. Okay. Wie gesagt, ich verballer erstmal die ganzen Pfeile, die ich habe. Oh, Stofffetzen to the max. Hallo, ulala. Oh lala. Ich kann nicht mehr sammeln. Ich auch nicht. Nein. Hier ist noch so ein Schlitz zum Durchlaufen. Waren wir hier schon? Nein. Ja, sehr sympathisch. Sehr sympathisches Schreien. Ja. Kannst kaum erwarten, euch endlich zu begegnen, ihr lieben Schnuckel. Licht, Kamera, Action. Oh, hi. Action. Ist hier einer? Da irgendwo wird das Begrüßungskomitee schon rumhupfen. Sieht mir alles sehr bekannt gerade aus. Hier ist gerade Wasser. Dass man nichts trinken kann. Sicher, dass wir hier nicht waren? Doch, kann schon sein, dass wir doch hier waren. Ja, dann lass es wieder umdrehen. Also, wir checken das. Warte. Lass uns doch mal auf die Karte gucken. Hier waren wir noch nicht. Okay, ich kann die Karte nicht so wirklich lesen einfach. Kann auch an mir Wo liegen. Wo ist er denn? Oder doch, nee. Das sind die Finger da vorne, wa? Ja, aber die gibt's da mehrmals. Was haben wir hier? Ja, hier. Ja, bitte, hallo? Waren wir wohl scheinbar noch nicht. Oh nee, Tatsache. Hier ist ein Kassettenspieler für dich, wenn du den haben möchtest. Hier direkt bei mir. Auf dem Boden. Ich hab eine neue Kassette. Hatte ich schon. Sprengstoff. Was habe ich? Nee, Snack gesammelt. Das sah aus wie Sprengstoff gerade eben, das Symbol.
Uhr. Jetzt haben wir aber Sprengstoff. Ja. Jetzt hast du die Uhr genommen, ne? Schreit. Ja, ich hab sie erstmal genommen. Wolltest du den Kassettenrekorder nicht? Ich hab schon einen. Okay. Wir können keinen mehr nehmen. Aber nice. Danke mal. Nice. Okay. Haben wir noch was Spannendes vielleicht im Wasser? Ja, ich höre eine ganze Menge. Ich will mir das mal da unten angucken. In der Hoffnung, dass ich nicht sterbe. Dass ich mir nicht das Bein breche und hier unten jämmerlich in der Höhle verhungern werde. Oh, was ist denn das? Stock. Stockfisch. Was ist denn das? Das hört sich total creepy an. Aber sonst. Aber wirklich? Aber sonst ist hier weiter nichts. Na, no, leider nein. Wir könnten jetzt, wenn wir wollen, wieder nach oben gehen und das Ding erstmal wegsprengen. Was machen? Wir können das Ding jetzt wegsprengen. Da oben das Loch, ja. Ja. Warte, ich baue es hier unten mal kurz fertig. So, was brauchten wir dafür? Einmal eine Uhr. Ein bisschen Money Money. Konzentriert du dein Feuerzeug anguckst. Wow, es brennt. Oh Mann. Ein bisschen Duct Tape. Ein bisschen Schnuffi Schnuffsuff. Schnuffi Suff, genau. Und was ist das andere gewesen? Achso, eine Platine. Ding. Wir haben einen Bomben. Schöne Stofffetzen. Sprengstoff. Ja. Durst und Hunger. Ja, Hunger habe ich auch. Ich hau mir mal einen schönen Leguan rein. Yeah, schon ist man wieder satt. Und dann einen Schluck aus dem Topf. Der Topf ist das Beste. Topf und Trinkbeutel braucht man, dann hat man für sehr lange Zeit genug zu trinken. Tada! Ne, hier waren wir wirklich noch nicht. Aber wir sind noch nicht fertig mit der Höhle. Aber ich würde lieber ganz gerne mal nach oben mit dir und das Ding wegsprengen, gucken, ob ein Hase da ist. Das war hier lang. Aber ich weiß nicht, kann sein, dass wir die Höhle doch schon fertig haben. Wenn jetzt hier von dem Hauptgang, wo du drinnen gerade stehst, weniger als drei, haben wir noch nicht alles. Nee, die soll sehr weitaus größer sein, wenn man das hier sieht. Vielleicht geht das Höhlensystem ja über mehrere Etagen? Über die ganze Karte. Unterirdisch. Weiß nicht, von irgendwo kamen wir. Wenn wir das zumindest wissen würden, das wäre schon mal ein guter Anfang. So, hier waren wir schon mal. Also irgendwo. Hier ist ein Minenarbeiterhelm. Daran erinnere ich mich noch, an Minenarbeiterhelme. Oh Gott, ist die verzweigt. Hier nach links oben, irgendwo da soll es weitergehen. Da! Fledermäuse. Ich hasse Fledermäuse. Oh, ich hab was gefunden. Warten. Ich will's auch. Hier, wo ich bin. Da liegt irgendeine Figur auf dem Boden im Kopf. Oh, cool. Hier sind Herzen. Das sehe ich jetzt erst. Der Helm des Master Chiefs. Den Master Chief habe ich gestern auch sehr oft gesehen, als ich mir Ready Player One angeguckt habe. Ja. Hier waren wir dann im Einschalt. Ganz okay, aber ich kann auch verstehen, dass ich wahrhaftige Nerds von dem Film verarscht vorkommen. Weil sie drücken einen das so mit einem Daumen aufs Auge. Hier, wir sind auch Nerds. Haha, guck mal hier, das Alien 2 Pulse Rifle. So eine Sache. Da kann man sich schon veräppelt vorkommen, aber ich bin da nicht so empfindlich. Ich finde das ganz. Danke, wir waren noch nicht hier. Okay, alles klar. Selber schuld, du musstest ja auch angreifen, du Ding. Ja, wir hätten in Frieden leben können. Wir hätten euch nur euren Lebensraum weggenommen, mehr nicht. Na.
nur euren Lebensraum genommen. So, ich zünd die mal an. Für mehr Knochen! Echt mal, ja, Spackos. Hallo. Wieso macht er das jetzt hier nicht? Ist so nass. Beide, brennen beide? Ja, sieht gut aus. Sieht gut aus, yeah. Ja. Diese Verrückte, diese Verrückte, Senoritas und Senoras. Jetzt so leicht ein Sprung. Ja. Sagst du, wenn fertig ist? Ich baue hier mal ein Lichtchen hin. Vielleicht sollten wir uns das angewöhnen einfach. Da, wo wir schon waren, eine Fackel hinzustellen. Wäre natürlich eine gute Sache. Die brennen nämlich eine ganze Weile. Ist fertig. Was soll ich denn hier basteln? Noch gar nichts. Einfach mitnehmen. Voll ist es voll. Mach dir Rüstung. Bau dir Rüstung. Na, ich hab ein bisschen Rüstung. Ich hab Rüstung und Tarnrüstung. Hast du alle Knochen mitgenommen? Hab extra geschaut, dass ich ein bisschen vollkomme. Oh, hast du gebaut? Ja. Entschuldigung. Och, Schatz. Was Neues dafür. Welches? Willst du sowas oder einfach was anderes? Eine Standfacke will ich haben. Dann können wir uns das vielleicht ein bisschen besser einprägen. Willst du beide rumzündeln? Aber es brennt nicht ewig, ne? Ansonsten könnte man da keine Blätter reinmachen. Aber es hilft uns jetzt vielleicht so ein bisschen hier, um ein bisschen Licht ins Dunkle zu bringen. Hier in diese mysteriöse Höhle voller Tropfen. Ich wollte das gerade nicht zerstören. Ich dachte, das wäre von denen gekommen. Da reden wir später noch drüber. Okay. Schon wieder so ein Teich, wo man nicht trinken kann. Schräg. Hier wird man irgendwie tauchen können. Wahrscheinlich. Warte, ich schau mal rein. Oh, ja. Das ist ein größerer Höhlenkomplex gerade. Aber wir brauchen dafür doch auch die Ausrüstung dafür, oder? Ja, na, wir haben bis jetzt so die Flaschen. Die Flaschen, das wird spannend, das merken wir uns mal, dass wir hier... Oh, hier können wir hochklettern. Ja, sehe ich auch gerade. Jetzt quasi einmal rumlaufen. Okay, einmal rumlaufen ist ganz nett. Es gibt einfach viel zu viel Kram hier. Yeah, eine neue Haarsprayflasche. Ist sie wieder voll? Ja, nimmst du die andere mit? Das macht sich ganz... Ich kann nur die eine, die ich habe. Du hast eine, das ist doch so wunderbar. Na, wollte ich doch gar nicht. Dann können wir unterwegs nämlich die Typen anzünden, damit wir nicht jedes Mal ein Feuer ansetzen müssen, wenn wir die verbrennen wollen. Okay. Du kannst keinen Alkohol mehr tragen. Ich weiß selber, wie viel ich vertragen kann. Ah, stimmt. Wollen wir mal runter zum Wasser ein Stück gehen noch? Ja, wir können auch mal reinspringen und gucken, ob wir vielleicht irgendwo hintauchen können. Die erste Station eventuell. Vielleicht brauchst du für die erste Station keine Ausrüstung. Kann man die Leuchtfackel eigentlich unter Wasser die ganze Zeit in der Hand halten oder schmeißt er die gezwungenermaßen weg, wenn man die auspackt? Ich kletter mal kurz ein Stück hier hoch, um zu gucken, was hier ist. Ah, nein, nicht runterfallen. Fall nicht! Hier geht's weiter, mein Schatz. Ja klar, dann weiter geht's. Weiter geht's, aber nicht mehr in dieser Folge, denn diese ist fürs Erste. Erstmal vorbei. Meine Damen und Herren, schön, dass ihr mit dabei gewesen seid. Falls euch die Folge... Das habe ich schon so oft falsch gesagt.
Falls euch die Folge gefallen hat, würden wir uns natürlich darüber freuen, wenn ihr uns die verdiente 1-Daumen-Bewertung gibt. Ansonsten sehen wir uns wieder in der nächsten Folge von Forestus Porestus oder in einem der anderen zahlreichen Projekte hier auf diesem Kanal. Ansonsten wiederschauen, reingehauen, euer Leo und eure... Agat! Tschüss. Ciao, ciao.